Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, und da sind wir endlich. Sie startet die erste Grand Prix 4 Saison hier auf meinem Kanal. Und ja, ich stelle euch mal kurz die editierten Fahrer vor und auch sonst die alle mitfahren. Bundesbeißler im Ferrari, ihr seht schon hier, für Schumacher. Neben Irvine, im Benetton Alesi und Steffi, die den Gerd Berger ersetzt. Hill und Villeneuve im Williams. Häkkinen, Coulthard, McLaren, Panis, Dienitz im Ligier. Herbert ist eigentlich in dieser Saison ja bei Sauber. Da ich aber einen anderen Fahrer noch habe, seht ihr hier der Johnny Herbert im Jordan, den wollte Valvoric dann haben, den Schlüpper Johnny, und Valvo eben im Jordan für Martin Brundle, weil er nicht den Barrichello so mag, hat er jetzt den Schlüpper Johnny. So, dann Batman. Gesagt, er würde Johnny Herbert ersetzt, und der Joker im Sauber, mein Teamkollege, also der Batman. Rosset und Verstappen im Footwork, Kenny im Tyrrell für Uikio Katayama, sehr schönes, voll Grinsegesicht Katayama, naja, grinsen kann man das nicht nennen, er ist aussieht sehr high. Neben ihm Salo im Tyrrell, dazu Lamy und Fisichella Minardi, Badoer und Montermini im Ford. Wir fahren also mit dem Joker. Was gibt's noch? Den Kalender habe ich so gelassen, auch wenn ich editieren könnte die Strecken, aber ich habe es dann doch erstmal so gelassen. Denke mal, mit den 17 Rennen kommen wir klar. Das letzte Rennen, auch wenn hier steht Test Europa, ist, weil ja es in der 6. Saison nur 16 Rennen gab, und das 17. ja, wird deswegen trotzdem Suzuka hier sein. Also wir fangen an Melbourne, und dann kommt nicht wie hier Interlagos oder Buenos Aires. Interlagos ist der dritte, der zweite ist Sepang, ganz normal. Also da nix. So, Meisterschaftssaison stellen wir ein. Der zweite Schwierigkeitsgrad werde ich nehmen, Amateur. Und ja, was sind noch die Optionen? Fahrhilfen, mal kurz anzeigen, was drin ist. Das sollte auch eigentlich alles normal sein. Rennoption, 50% Rennlänge. Realistisches Wetter. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier 50% Regenwahrscheinlichkeit einstelle. Ich glaube, das zählt nur nach Wetter nach Wunsch, aber egal. Zufällig die Gegnerverteilung, das heißt, wieder, es wird wieder kuriose Rennergebnisse geben. Realitätsgrad der Autos, alle möglichen Schäden. Ein Typ haben wir gerade eingestellt. Das ist es hier soweit. Grafik und Sound brauchen wir nicht, habe ich schon eingestellt. Und ja, ihr werdet gleich sehen, ich gehe mal kurz auf Laden, das ist meine 97-Saison, da schaue ich mir mal so die Rennen an, einfach mal den Computer zuschauen. Und ja, YouTube, und YouTuber, ja, das sind zwei Spielstände. Ich habe das Spiel gestern schon einmal das erste Rennen aufgenommen, aber hatte zwischendrin eine Pause. Da ging das Telefon, da musste ich dann rangehen, wollte dann ab Runde 22 dann weiterfahren. Aber das hat es einfach nicht aufgenommen, Fraps. Und ja, das Ganze ist dann leider im Sande versicht. Es ist schade. Es war sicherlich ein interessantes Rennen, vor allem ab Runde 22 dann, weil es sich dann immer wiederholt hat, wenn ich es geladen habe. Bei mir kam dann ein Defekt. Die Fahrer, die alle noch ausgefallen sind, sind immer wieder gleich ausgefallen. Und der Rennsieger war auch immer ja gleich. Das sage ich aber, glaube ich, später dann. Ich glaube, wir fangen einfach mal jetzt an. Das spulen wir mal vor. Die FIA. Wir gehen in die Qualifikation, aber ja, Leute, es tut mir leid. Ich versuche jetzt schon mal gleich. Ach nee, geht das hier erst? Nee, hier kann ich noch nicht stehen. 15 Minuten. Ich mache 15 Minuten, ja, kann ich jetzt auch gleich sagen. 15 Minuten Qualifikation, kein freies Training, so wie bei Grand Prix 3. 15 Minuten Qualifikation versuche ich so ein bisschen hinzukriegen. Und ja, es war ein Pleiten, Pech und Pannrennen für mich in Melbourne. Ich bin zwar durchgekommen. Mit Platz, kommt immer drauf an, 15 bis 17 oder so um den Dreh, aber insgesamt in der Qualifikation habe ich einen Fehler gemacht, bin auf eine falsche Taste gekommen, zwar auf V, und das heißt hier bei mir, bei den 96er Mod, dass dann eine Cockpit-Perspektive kommt, die ja irgendwie die Beine zeigt, dann vor sich, also man zwar aus dem Helm irgendwie die Beine und das alles sieht, aber kein. Und dann hätte ich erstmal aus der Cockpit-Perspektive fahren müssen. Ich wusste nicht, ob das dann auch fürs Rennen gilt, aber da konnte ich wieder die normale über der Helmkamera dann anvisieren. Da ging dann das alles. Und bevor ich losfahre, gehe ich jetzt aber nochmal in die Fahrzeugeinstellungen. So, benutzerdefinierte Einstellung. Ist hier allerdings schon eingegeben. Okay, das hatte ich nämlich
schon mal gemacht gehabt. Oh, ist tatsächlich, aber das ist zu wenig, sage ich euch gleich mal. Ich werde mal auf 10 runtergehen. Mal sehen. Bei 15 ist es normal und wie gesagt, ich bin wenigstens 10 km/h auf den Geraden zu langsam. Deswegen, was haben wir alles? Ja, ihr seht schon, der Ladebildschirm ist bei mir sehr, sehr lange. Das dauert immer so ein bisschen. Werde ich auch sehen, ob in während der Saison, wenn es wirklich ab und zu, wenn ich werde versuchen, auch nur alle 10 Runden vielleicht zu speichern. Oder vielleicht alle 8 bis 10, muss ich mal sehen. Weil es sonst ziemlich auf die Nerven geht. Ihr seht hier den Ladescreen von 1996, dem Auftaktrennen. So gesehen das Plakat mit Schumacher, dem damals amtierenden Weltmeister und dem Sieger vom ersten Grand Prix, Damon Hill. Ja, und dann schmeißen wir uns gleich mal ins Rennen, in die Qualifikation. Box verlassen. Ihm sauber. Und ja, ich fahre einfach mal los hier ohne... Das fängt ja schon mal gut an. Das ist auch so eine Sache. Weiß gar nicht, ob das eben auch bei den anderen Mods oder im normalen Spiel so ist, dass man einfach losfahren kann, ohne dass die da ihre mir den Zeichen schon geben. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr das wisst. Und ja, aber ansonsten, ich habe im Rennen, im ersten Spielen eigentlich nicht so viele Fehler gemacht. Ich habe gleich am Start einen Fehler gemacht, was mich dann auch schon alles gekostet hat. Weil ich da einen Vordermann ein bisschen stark reingeklärt bin. Was geht hier denn ab? Das ist ja eigentlich sonst immer so die grafische Finesse, wenn es geregnet hat. So sah es jetzt an der Stelle so aus. Eigentlich hat es gerade, wie ihr gesehen habt, erst 120. Minute sollte es anfangen und davon sind wir weit entfernt. Aber wir wissen ja, wer die Rennen bei gerade bei Valvoric so verfolgt bei Grand Prix 4. Da kann ja auch mal es heißen, dass es regnet und dann regnet es nicht weiter und die Strecke ist trotzdem saunass. So, das war die Abwärmrunde. Und los geht's in die Gezeitete. Ich kann mal wirklich interessieren, wie viel ich hier... Aber von der Höchstgeschwindigkeit sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus. Also die Fahrzeugeinstellung... Das hatte ich auch im Rennen da nicht, weil ich dann Angst hatte, ob diese... Ich konnte nach der Qualifikation nicht speichern und bin dann gleich ins Rennen gegangen, um zu sehen. Oh, scheiße. Ah, verkackt. Verkackt, würde ich mal sagen. Na, die Strecke haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen. 31.083, ja, das ist zu langsam. Oh, dann kann ich noch ein bisschen was rausholen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das Ganze nochmal fahren musste. Jetzt. Weil, fuck it. Das ist nicht so gut, das ist schon mal die erste Runde hier gewesen. Auf jeden Fall darf mir auch im Rennen nichts passieren weiter, wo ich anhalten muss. Also die Aufnahme muss ich durchziehen. Denn ansonsten habe ich keine Ahnung. Das ist wie mit Max Payne, nur da hat es dann geklappt mit dem Aero Desktop. Das konnte ich hier vergessen. Das hat er auch leider nicht angenommen. ...1:30 ist so die Zeit. Aber wir haben ja hier für 4 Runden... ...getankt. Ja, da geht's gleich. Und da von der Platzierung her. Oben links, das Gelbe, da seht ihr P3, momentan P4. Die Platzierung in der Mitte oben ist die eigentliche Zeit vom Spiel, was man... Oh, was fahre ich denn hier? Ja, das ist ja... Das ist schlimm. Das
die eigentliche Zeit von der Runde bei Slam und damit der Restzeit. Die eigentliche Runde, die man fährt, vom Spiel aus gesehen. Rechts dann die sich viel fehlte Runde. Ich fahre 3 von insgesamt 12. Damals war es ja so, dass man nur 12 Runden Zeit hatte. Diese Runde kann ich also auch schon wieder vergessen. Es ist, die Einstellungen sind gut, aber ich komme nicht klar mit den Flügeln. Ist ein bisschen schwer für mich jetzt noch, den richtigen Bremsbalance hier, den Bremspunkt zu finden. 2,6 Sekunden. Platz 22 schon, also alle anderen sind schon unterwegs. Ja, klar. Ich fahre gleich mal in die Box. Das bringt nämlich eh nichts. Damit ihr auch erstmal die Boxeinfahrt kennenlernt hier. Wir gehen mal kurz gucken. Wir sehen, wir haben noch gut 10 Minuten Zeit. Das sollte möglich sein. Oh, wir haben Gelb im ersten Sektor. Und ich habe irgendeine Taste erwischt, wo ich glaube ich nicht durchgucken kann mehr. Die Fahrer. Letztens, das ist auch nicht so gut. Weil ich muss jetzt hier auf Replay-Funktion gehen. Oh, was macht der Luca Ballo ja da? Sah ja auch interessant aus. Ein bisschen. Ah, der will da. Nee, will nicht in die Box. Will in die, hat sich nicht so richtig entschieden. Will dann wieder rauf und schmeißt dann einfach mal die Karre weg. Auch eine lustige Aktion, aber dabei macht das Gleiche. Er kommt aber noch wieder zurück. Das ist ja auch merkwürdig. Das hatte ich auch noch nicht. Das ist ja auch merkwürdig. So. Dann machen wir trotzdem mal Strong und Q zurück hier. Ja, letzter sind wir 1,36. Und ich würde sagen, wir fahren mal so langsam und sicher raus. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil... Nee, aber eigentlich fahren ja alle nur eine Runde. Deswegen wundere ich mich gerade. So, wir warten mal lieber ab. Auf jeden Fall darf ich nicht auf V drücken, das ist für mich... Dann das ultimative Chaos. Dann ist nämlich diese Perspektive... Ja, ihr könnt ruhig noch ein bisschen länger fahren. Ja, klar ist ready. Bist am Arsch ist ready. Das klappt ja auch hier. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Aber okay, los geht's. Wir haben noch Gelb hier. Der Irvine raucht da ab. Auch interessant. So sieht also aus, wenn der Irvine einen Motorschaden hat. So, Platz 22, 5,8 Sekunden Rückstand, das muss besser werden. Da muss ich mich jetzt volle Konzentration hier. Also schon mal interessante Sachen hier. So muss ich um die Kurve kommen. Das hier die Kasskurve von Halbe. Ah, was für ein Gehuckel.
raucht noch der Irvine vor sich hin. Der Eddie. Ja, in der Einführungsrunde sieht das wieder sehr gut aus, was ich hier fahre. Ich brauche eine gute Startposition. 29 Runden werden wir dann hier haben. Erste Zwischenzeit gespannt. Hat gepasst. Ja, ein bisschen schneller als der Beißler. Und der Irvine steht da immer noch sehr ungünstig. Also wenn du da mal ein bisschen zu weit rauskommst, dann Arrivederci. Ach, 0,8. Scheiß doch die Wand an, zweiter Sektor. Verkackt. Immer noch letzter. Scheiße, ich versuch's nochmal. Erster Sektor war ja gut, aber der zweite. Kann man noch Sprit an Bord? Boah, so in einem Kies erstmal. Sektor. Ja, das hat gekostet. Aber ich muss halt diese Links-Rechts-Passage jetzt hier gut erwischen. Da war ich vorhin, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Ach, shit. Mist. Ach. Mist. Raus geht's wieder. Ja, ich hab doch gedrückt. Mann, das gibt es doch nicht. Die Boxenkuh kommt hin. Wird es wieder nur Platz 22? 1,4 Sekunden Rückstand. Wow. Momentan komme ich nicht so richtig klar heute. Ja, das Setup scheine ich gut jetzt eingestellt zu haben. Aber der zweite Sektor spielt mir also ein bisschen einen Streich. Ihr seht jetzt hier ja, ich bin auch nicht gut in die Kurve gerade gekommen, also es wäre jetzt wieder von der Geschwindigkeit
wenn es die entscheidende Runde gewesen wäre, schlecht geworden. Es wird interessant im Rennen. Zwei Minuten! Oh, Backe. Das heißt, wenn ich jetzt über Start ins Ziel komme, habe ich noch zwei Runden, wenn es gut läuft. Ich kann keine Fehler machen. Und ich habe keinen vor mir weiter, das ist auch gut. Erste Kurve passt, wackelt und hat Luft. Ja, der erste Sektor ist geil. Schon wieder zu viel Zeit verloren. Also die Kurve mag ich nicht so. Na, ja, was mache ich denn hier? Ey Mann, das gibt's nicht. Muss weiter verlangen. Scheiße! Warum krieg ich die Kurve nicht mehr? So schnell, ey. War unterwegs. Mist. Oh Mann, ey, nicht letzter. Gerade weil die Flügeleinstellungen doch passen. Mann. So, eine Runde habe ich noch. Jetzt in Haut. So, jetzt kommt Kurve 1, die ich nicht so mag. Die muss ich bekommen. Glaube ich in Ordnung. Und jetzt kommt das zweite Kurvengeschwängel. Okay, passt. Zeitmäßig ist das nicht so schlecht. Jetzt muss der letzte Teil passen. Sehen, wo wir stehen am Ende. Flieg, 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 flieg. Neunter momentan. Gut, dann gehen wir mal in den Zeitraffer und schauen mal die letzten Sekunden an. Auf jeden Fall bei Slati Paul. Glückwunsch und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Dann seht ihr die Top 22 ja alle Fahrer im Feld. So seht ihr erstmal die ersten 6, auch Kenny auf der 5. Super Zeit. Und ja, also dann sehen wir uns gleich im Rennen wieder.